Ich denke, dass das die Erwartung weit übertroffen hat. Wir waren natürlich schon ein bisschen angespannt vor dem Spiel, weil sehr viel über dieses Spiel gesprochen wurde. Weltrekordkulisse, erstes Turnierspiel einer Heimeuropameisterschaft, für die uns natürlich auch schon was vorgenommen haben, muss man ehrlicherweise gestehen. Mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft. Aber ich denke, dass wir das heute souverän gelöst haben, trotz der Widrigkeiten, beispielsweise eine halbe Stunde vor Spielbeginn das Feld verlassen zu müssen. Und das mit teilweise noch nicht einem Turnierspiel. Ist wirklich fantastisch und ich denke, dass die insbesondere in der Abwehr fantastisch gekämpft haben, die Jungs, und mir das Leben so sehr angenehm gemacht haben. So, ehrlich gesagt, dann kann man kaum besser halten wie Andi heute. Man muss auch sehen, dass Andi wahrscheinlich 10 Bälle frei vor, wo die frei vor Tor stehen, hält. Und gerade in der Anfangsphase hat er den Schweizer schon sehr viel Nervosität eingebracht. Was der da macht, verstehe ich sowieso nicht, aber das ist schon ja, Weltklasse, was er heute gezeigt hat. Ich hoffe natürlich, dass er das wie in den letzten Jahren auch konstant abrufen kann, weil er ist dann unser wichtigster Spieler und hilft uns enorm da hinten. Und ja, ich glaube, er ist ja, nicht wegzudenken von der Nationalmannschaft. Ja, ist schon beeindruckend. Man kriegt es manchmal gar nicht so mit, wie viele es dann tatsächlich am Ende sind. Aber ja, gerne mehr davon.